Na, okay, es läuft gerade wieder an, dass das wieder mehr wird hier. Ich merke es schon. Es wird langsam. Jetzt, wo ich wieder genug Kaugummi produziere, sollte das früher oder später schneller gehen. Das ist aber jetzt sehr hässlich, ne? So. Ich bin ehrlich, ich möchte eigentlich kein Laufband über die ganze Map ziehen, eher. Andererseits möchte ich meiner Linie auch treu bleiben. Deshalb mir wohl leider nichts anderes übrig bleibt, ne? Wie lange brauchst du für eine? Eigentlich 4 Sekunden. Eigentlich. Aber dir fehlt die süß-saure Tafel. Fehlen einfach Mega-Industrieraum, ne? Ich wollte gerade sagen, das Gute ist aber, wenn die Drohnenstation erstmal steht, kann ich ein bisschen nachhelfen hier an diesem hier. Eigentlich ganz praktisch.
Das hält jetzt zwar nicht so lange an, das ist mir auch klar. Aber es wird der ganzen Produktionskette erstmal einen Boost geben, den diese ganz dringend benötigt. Obwohl eigentlich auch nicht, aber eigentlich wäre es auch ganz schön, wenn es einfach. Mann! Eigentlich wäre es ganz schön, wenn es einfach klappen würde. Spoiler, tut's nicht. So, und jetzt ist die Frage, wie gibt es eine, die Zuckerskulpturen, genau, die brauche ich. Warum zwei? Brauche bitte nur einen. Witzigerweise brauche ich ab hier wieder zwei. Aber nicht so ewig lange zwei zum Glück. Denn ich werde versuchen, dass ich die diese Dinger hier irgendwo hin platziert bekomme. So. Lass mich in Ruhe.
gut, dass ich nicht alles hierher transportieren muss. Und die sollten eigentlich auch hier, könnten die hier schon verlassen? Genau. Und dann kommt diese saure Überraschung nämlich auch von hier. Die süß-saure Kombination. Dann passt das nämlich alles eigentlich ganz gut. Dafür brauche ich wahrscheinlich noch, ja, Platten auf jeden Fall. Und hierfür brauche ich noch Ziegel, also Platten und Ziegel. Platten, Platten, Platten. Wie gesagt, ich möchte nämlich im nächsten Stream dann nicht mehr so ultra viel bauen müssen. Warte mal, einmal landen bitte. Einmal speichern. Ich möchte gar nicht mehr so ultra viel bauen müssen da. Sondern direkt mir überlegen, wie wir hier diese ganzen Fabriken aufbauen. Einfach so krank, einfach alles, ne? Bitte müssen die Cupcakes nicht auch so weit rüber, ey. Das finde ich relativ doof, tatsächlich. Das hat nicht gereicht an Schokoplatten. Aber wir haben ja noch welche.
Ihr werdet euch ab dem nächsten Stream auch freuen, meine lieben Schokoplattenlager, ne? Denn wenn die Vorbereitungen erstmal weg sind, dann wird das ja auch weniger, der Verbrauch. Also wir werden nicht auf null runter, das. Aber wir werden auf jeden Fall. Deutlich weniger verbrauchen. Jawohl. Manu. Industrielles Blech. Sobald der Vogel mit industriellen Blechen voll ist, wird's besser. Habe ich industrielle Bleche im Inventar? Fehlen nämlich nicht mehr so viele, bis das voll ist. Und ab dem Moment bekommst du ja alle. Also mit anderen Worten, eigentlich in, wenn noch 10 Stück reingehen, müsste es das eigentlich gewesen sein, ne? 9. Aber die kann ich trotzdem hier hingeben. Die brauche ich ja gerade nicht. Weil im Moment sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ungefähr 9 Sekunden oder so. Ich brauche aber alle 4 Sekunden.
Das funktioniert nur, wenn dieser hier aufhört, diese Dinger zu fressen. So, dann wollen wir mal eben gucken. Die Cupcakes. Wo waren die denn nochmal? Hier, ne? Damit sind Cupcakes auch vorbereitet. Die brauche ich aber auch erst später, glaube ich, ne? Also, Zuckerglas habe ich vorbereitet. Reines Gold habe ich vorbereitet. Süßigkeitenkombination habe ich vorbereitet. Das habe ich soweit vorbereitet. Das eigentlich auch. So mehr oder weniger halt, ne? Also. Ich sag mal, dass wir das halt schon fertig haben, ist halt richtig gut. Ich würde sagen, im nächsten Stream ist es dann auch eigentlich alles nur noch kombinieren, ne? Also, was haben wir jetzt alles vorbereitet? Ready vorbereitet. Also da müssen wir nur noch die Sachen platzieren und die Transportbänder rein. Dann nur noch Laufbänder rein. Transportbänder. Dann wir müssen noch den Puderzucker produzieren und den Zucker. Dann ja, das war's dann, ne? Tatsächlich auch schon. Also, wir müssen noch geschmolzene Schokolade und Puderzucker irgendwo herbekommen. Das sollte an sich nicht so das Problem sein. Wenn ich ehrlich bin, haben wir noch irgendwo Zucker? Welchen ich zusätzlich anzapfen kann. Da sind noch Schokofelsen. Sieht nicht so aus. Ist jetzt aber auch unproblematisch eigentlich. Weil wir haben hier ja Zucker ohne Ende. Aber ich bin ehrlich, das machen wir schon im nächsten Stream. Ich werde mich jetzt noch auf den Berg stellen, ein letztes Mal speichern. Und dann
ist vermutlich der nächste Stream. Ich bin ehrlich, ich glaube, irgendwas wird dazwischen kommen. Irgendwas wird uns noch eine Strichdurchführung machen. Ich sag, es sind noch zwei Streams. auch wenn ich mir anhand der guten Vorbereitungen, die wir jetzt getroffen haben, relativ gut vorstellen kann, dass auch ein Stream reichen könnte. Ja, also ich weiß halt nicht, was hier noch passiert mit das Finale und so. Aber ich sag mal, bis hierhin wird es im nächsten Stream relativ schnell gehen. Weil dafür brauchen wir nur den Zucker noch fertig machen. Und das geht ultra schnell. Und den Puderzucker fertig zu bekommen, den wir ja auch nur alle. Wo ist denn der? Wo brauchen wir den überhaupt? Hä? Ah, hier. Den brauchen wir auch nur alle 8 Sekunden zwei Stück. Wenn wir das mal reinnehmen, brauchen wir 6 Stück. Es könnte sein, dass das in einem Stream alles abgehandhabt wird, ne? Also, wir haben, wie gesagt, wir haben gut vorbereitet alles. Wir sind jetzt so weit, dass wir alles beisammen haben, um das Finale von Chocolate Factory zu zelebrieren. Und ich bin gespannt, ob das nur noch, wie das dann wird. Wir haben jetzt 2 Stunden gebraucht für die ganzen Vorbereitungen. Ich denke, wenn wir für die Umsetzung nochmal 4 oder 5 brauchen, dann haben wir halt mal einen etwas längeren Stream. Aber dafür haben wir dann das Projekt beendet. An der Stelle bedanke ich mich aber ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und fürs ja, fürs Schreiben auch. Danke ihr beiden. Hat mich sehr gefreut. An der Stelle würde ich dann jetzt aber mich verabschieden, euch noch einen wunderschönen guten Abend wünschen. Und dann nächstes Mal, wenn wir Chocolate Factory streamen, vielleicht sogar schon das Finale von dem Projekt sind. Damit verabschiede ich mich von euch und sag bye bye.